Herzlich willkommen in Velen zu einer neuen Folge The Witcher 3. Ja, wir stehen in diesem kleinen, namenlosen Dorf, das wir in der letzten Folge befreit haben. Das war eine verlassene Stätte. Und leider gibt es hier keinen Wegweiser und nichts. Und ich weiß überhaupt nicht, was das hier für ein Ort ist. Wir hatten zwar den Hinweis bekommen einer neuen Markierung angeblich. Es war irgendwas mit Morastanleger oder sowas. Aber auf der Karte findet sich diese Markierung nicht. Deswegen kann ich euch nicht sagen, was das war, ob das der Name des Dorfes ist oder sonst was. Ich weiß es nicht. So, ich möchte mir... Oh, jetzt sehe ich gerade, da drüben ist noch irgendwie eine kleine Hütte oder irgendwas. Wo ich gerade hier so lustig vor mich hin... rede. Aber das ist nur... Was ist das? Ein Toilettenhäuschen wahrscheinlich? Keine Ahnung. Nichts Interessantes auf jeden Fall. So, ich möchte mir ein neues Ziel auf der Karte aussuchen. Vor allem deshalb, weil hier kein Wegweiser ist. Wie gesagt, der nächste Wegweiser ist erst ganz hier oben. Und dahin möchte ich jetzt nicht zurückreisen. Deshalb wird es weiter in diese Richtung gehen und schauen, wann wir hier den nächsten Wegweiser finden. Wahrscheinlich an einem der drei Orte bestimmt. Da gehe ich jetzt einfach mal schwer von aus. Hier ist irgendwie eine Hütte mitten im Sumpf, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Ist auch interessant. Können wir uns erstmal vielleicht das hier oben anschauen als nächstes, weil das so an der Straße liegt. Da würde ich hinreisen und reiten wahrscheinlich auch über die Straße einfach. Wobei ich hier das... Die Spitze hier finde ich natürlich auch interessant. Das könnte man auch mal untersuchen. Na, vielleicht reise ich auch dahin und gehe zuerst hier rüber. Ich weiß es nicht. Muss ich mir gleich überlegen. Was ich aber jetzt auf jeden Fall machen möchte, mit etwas anfangen, was ich immer und immer und immer und immer wieder vergesse, nämlich die Charaktereinträge. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, welche wir schon gelesen hatten. Deswegen werde ich sie einfach nochmal lesen. Und, ja, eigentlich ist es der perfekte Zeitpunkt, um die mal sich genauer anzuschauen, weil die im Moment, während ich hier so in der Wildnis rumhänge und keine Hauptquest mache, werden die selten bis gar nicht aktualisiert und erweitert und durcheinander geschmissen. Deswegen kann man sie sich jetzt eigentlich mal in Ruhe anschauen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, welche wir schon gelesen haben, aber jetzt wollte ich mal zu Beginn der Folge einfach mal den Anfang hier machen, dass wir die demnächst dann alle mal gelesen haben werden. Und deshalb fangen wir mit der Annabelle an, von der ich gerade schon einen kurzen Moment lang überlegen musste, wer das überhaupt war. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Aber nachdem ich den ersten Satz jetzt gerade schon, als ich rüber gespingst habe, habe ich den ersten Satz überflogen und jetzt weiß ich auch wieder, wer das war. Das war unser lieber Pestgeist, den wir irgendwie freigelassen haben. Wahrscheinlich haben wir den Charaktereintrag schon gelesen. Ich lese ihn jetzt trotzdem nochmal. Einfach, damit ich mir sicher bin, dass wir den vollständig haben. Also, die Annabelle. Geralt traf im obersten Zimmer des Geisterturms auf der Reuseninsel auf den Geist dieser jungen Frau. Sie erzählte ihm, dass sie die Tochter des hiesigen Grafen sei. Als wütende Bauern den Turm gestürmt hatten, hatte sie Angst, ihrer Ehre beraubt zu werden, sollte sie lebendig gefunden werden. Deshalb hatte sie einen Zaubertrank eingenommen, der sie in eine todesähnliche Starre versetzte. Nach ihrem Erwachen lag sie inmitten der Leichen ihrer Familie und Bediensteten und konnte sich nicht bewegen. Mit hilflosem Entsetzen musste sie zusehen, wie die Ratten, die sich zuvor an den Leichen der anderen gelabt hatten, auch an ihr zu knabbern begannen. Dieser grausame Tod muss einen Fluch auf sie und den Turm gelegt haben, da ihr Geist seitdem in rastloser Qual im Turm umhergeirrt war. Geralt suchte in seinem reichen Erfahrungsschatz an Flüchen nach einer Lösung. Da er von Annabelle erfahren hatte, dass sie einen einfachen Fischer namens Graham geliebt hatte, war er sich sicher, dass das Band der wahren Liebe die Rettung der beiden jungen Seelen sein könnte. Geralt erklärte sich bereit, die Überreste der jungen Frau ihrem Liebsten zu übergeben, damit er sie richtig begraben konnte. Geralt hoffte, auf diese Weise den bösen Fluch zu brechen, der auf der Insel lag, und Annabelle endlich Frieden zu geben. Leider brachte der Geist, den Geralt für den einer unschuldigen Frau hielt, Tod und Verderben in Gestalt einer Erscheinung, der sogenannten Pestmaid. Als die Erscheinung Geralt ins Freie gelockt hatte, tötete sie den bedauernswerten Graham und floh, um die Pocken zu verbreiten und sich am Leid der Menschen zu laben. Möglicherweise führte dieses Ereignis zum Ausbruch der Katriona-Krankheit, die das Königreich Kerak verwüstete und letztendlich zum Niedergang des kleinen Landes an der Küste führte. Ja, ich erinnere mich, das hatten wir schon mal gelesen und ich fühle mich nach wie vor schuldig. So. Achso, und noch was. Genau, habe ich auch vergessen. Wir sind in der letzten
Folge eine Stufe aufgestiegen, haben aber keinen neuen Platz gefunden, bekommen, wie ich gerade sehe. Wann gibt es den nächsten? Mit 15. Ja, mit 15 gibt es hier erst wieder einen neuen Platz. Wir können aber einen Punkt verteilen. Ich glaube, der Einfachheit halber nehme ich einfach irgendwas, was wir sowieso schon ausgewählt haben und verstärke es einfach nur noch. Was haben wir hier? Igni-Zeichen. Schaden durch Igni schwächt auch den gegnerischen Rüstungswert dauerhaft. Der Effekt steigt mit der Zeichenintensität. Und in der nächsten Stufe steigt er bis auf maximal 75% und Ausdauerregeneration im Kampf plus 2,5 pro Sekunde. Ja, komm, verbessern wir das einfach. Weil wir das nämlich hier drüben sowieso schon ausgerüstet haben. Das heißt, das hat auch momentan einen aktiven Effekt auf uns. Deswegen halte ich das jetzt für sinnvoll, das einfach mal schnell zu machen. So, und dann rufen wir uns mal Plötzer herbei. Ja, feines Pferdchen. So, und dann reiten wir Genmarkierung. Das Wetter ist immer noch schlecht. So, jetzt kann ich hier schon abbiegen eigentlich, wenn ich diese Landzunge einmal bereisen möchte. Komme ich hier irgendwo hoch? Ah ja, ist ein bisschen anstrengend für das Pferd, aber das klappt schon. Weil ich ja so ungern hier so durchs Unterholz reite. Halt! Was war das? Irgendeine Pflanze? Ich glaube schon. Welche Kreaturen haben wir auch auf jeden Fall hier? Was ja wenig überraschend ist. Ja, und da kommt ihr auch schon an. Was ist es? Oh, Endriagen. Oh ja, und das Pferd hat Panik. Ah, haha, ist ja gut. Ist ja gut, Plötze. So, pass auf. Ich reite ein Stück weiter. Steige ganz schnell ab. Du kannst abhauen. Und ich kümmere mich um die Endriagen. Ja. Sonst noch jemand? Ne, das war's schon. Das ging ja. Jagen Embryos und Herzen. Das ist ja echt köstlich. Ja, komm, Mutagene kann man immer gebrauchen. So, das war's schon. Wunderbar. Ja, komm, die 160 Meter kann ich jetzt auch noch laufen. Kann plötzlich sich wieder was ausruhen. Ja, ist nicht so spektakulär hier, die Landzunge, wie es aussieht. Pflanzen haben wir halt. Wenn es jetzt wenigstens irgendwie seltene Pflanzen wären, die man sonst nirgendwo findet, das wäre ja geil. Schöllkraut. Oh, was ist das? Ertrunkene? Was? Nee. Eine Pflanze. Ich habe nur irgendwas Bläuliches, aufrecht Stehendes gesehen. Und dachte, es wären Gegner. Tja, okay. War jetzt nicht so interessant hier, der Ort. Für so lange Reisen bin ich langsam zu alt. Ich bin es ja eigentlich gewohnt. Ach, Mann. Nervtöt. Ich bin es ja gewohnt. Na komm, versuche ich mal darüber zu kommen. An abgelegenen Orten coole Dinge zu finden. Gerade so aus der Elder Scrolls-Reihe und so. Das ist eigentlich immer so, wer die Wildnis erkundet, der findet nochmal extra coole Sachen, die anderen vielleicht entgehen. Deswegen möchte ich das eigentlich mal ganz gerne machen. Und das war jetzt wieder so ein prädestinierter Ort, würde ich mal sagen. Aber hier kann ich vielleicht auch einfach darauf vertrauen, dass ich an die interessanten Orte per Fragezeichen geführt werde. So, ich würde ja mal auf einen Ort der Macht tippen. Allerdings nur, weil ich es gerade schon gesehen habe, also weil ich den Stein da vorne erkannt habe. Ansonsten hätte ich jetzt auf einen bewachten Schatz getippt, ehrlich gesagt. Magie, ein Ort der Macht. Magie. Ja, dann. Juhu! Und hier haben wir noch irgendwelche Pflänzchen.
Na komm, nehmen wir die noch schnell mit. So, da hinten komme ich wahrscheinlich sowieso überall wieder nicht hin. Okay, ja, dann haben wir wieder einen Fertigkeitenpunkt. Kann ich das gleiche Spielchen machen wie eben? Denn wir haben noch eine Fertigkeit ausgerüstet, die ich noch nicht verbessert habe. Und zwar diese dort. Achso, das Gwen-Zeichen. Nächste Stufe. Zeichen-Alternativmodus. Das Aufrechterhalten eines aktiven Schilds kostet 50% weniger Ausdauer. Die Ausdauerkosten beim Blockieren von Angriffen bleiben unverändert. Vom Schild absorbierter Schaden wird Schaden stellt die Vitalität des Spielers wieder her. Ausdauerregeneration im Kampf plus 1 plus pro Sekunde. Ja, nehmen wir das einfach. Ich hoffe ja, dass man insgesamt genug Punkte verdienen kann, um alles sich zu leisten. Das wäre natürlich geil. Ansonsten sehe ich bei mir gegeben, dass sich der Alchemiebereich sehr einschränken muss. Das ist so der Bereich, mit dem ich am wenigsten eigentlich... Was bewegt sich? Das ist irgendwas riesig. Was ist das? Ah, ist das ein Gargoyle da hinten? Da, seht ihr das? Zwischen den... Ich meine, das ist ein Gargoyle. Sieht so aus, ne? Dann ist das ein bewachter Schatz. Dann schaue ich doch direkt mal ins Bestiarium. Das sieht mir sehr nach einem Gargoyle aus. Und das war ein Konstrukt, glaube ich, ne? Jawohl. Was haben wir da? Dimeritium-Bombe, Konstruktöl und Quen. Schaue ich mal, ob ich diese Bombe habe. Das wäre natürlich schön. Verbesserter tanzender Stern. Verbesserter Mondstaub, Samum... Die Meritium-Bombe. Ja, nehmen wir die doch direkt mal. Und was haben wir hier noch markiert? Achso. Das ganze Zeugs. So, und dann sollten wir die vielleicht auch auswählen. Muss ich mir nur merken, dass ich nicht versuche, mit der Armbrust zu schießen. Und das Gwen nehmen wir mal direkt. So, und Konstruktöl weiß ich nicht, ob ich welches habe. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie stark der ist, ob sich das lohnt. Deswegen speichere ich erstmal und dann greife ich ihn erst einmal an. Dann schauen wir mal. So. Oh, das ist ein kleiner Friedhof hier. Sehe ich gerade. Ein Steinchen hier. Stufe 19! Alles klar! Und, was? Alter! Alter! Okay, ja, vergessen wir das. Er ist, also auch wenn ich Konstruktöl hätte, würde mir das nichts bringen. Ganz im Ernst. Das, nein. Einfach nur nein. Okay, um den machen wir... einen kleinen oder großen Bogen. Besser einen großen Bogen. Bei der Sprungkraft, die der Herr hat, wie wir gerade gesehen haben, fliegt er einmal in die Luft und plötzlich... Oh, was haben wir hier mal noch sowas? Noch so ein leuchtendes Steinchen. Achso, kann ich das Licht ausmachen? Ja, Wahnsinn. Okay, ist nicht so spannend. Oh, was ist da hinten? Da brennt was. Was ist das schon wieder? Mein Gott, was ist hier los? Ein bewachter Schatz, ja. Oder ist das der von da? Ich weiß es nicht, hier brennt auf jeden Fall irgendwas. Jetzt muss ich gerade auf die Karte schauen. Nee, das ist der Ort hier, der bewachte Schatz. Dann ist das da, ja, was anderes. Keine Ahnung. Wobei ich da auch auf einen bewachten Schatz tippen würde. Ah, Erscheinungen. Stufe 16. Lady! Ich komme auch nicht dazu, das Zeichen mal einzusetzen. Und ich kann vor allem nicht die richtige auswählen. Ich war doch gerade schon in dem Kreis drin hier. Lady! Ich glaube, das kann ich auch mal finden gerade. Beziehungsweise, da muss ich ein bisschen geordneter rangehen.
War's das? Okay, gut, Glück gehabt. Ah, ich darf nicht zu nah an den Dicken da drüben drankommen. Nicht, dass der mich sieht. Das war mir jetzt ein bisschen chaotisch. Es ging ein bisschen schnell. Ich war da gar nicht so richtig drauf vorbereitet. Nein, nicht noch eine. Ach komm schon. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ich bin tot, aber sowas von. War's das jetzt? Ich hoffe es. Oh, Moment, was war das gerade? Was habe ich da als letztes eingesammelt? Ach, nee. Geisteressenz. Schade, ich brauche nämlich für irgendwas helle Essenz. So, vielleicht kann ich mich jetzt gerade mal kurz der Ruine nähern. Ohne direkt wieder angegriffen zu werden. So, winzig kleines Ruinchen hier, aber das scheint. Ahaha. Da scheint es nichts Interessantes zu geben. Dann gehen wir mal. Nee. Frischlow. Steht da gerade. Dann werde ich mal meditieren. Erstmal. So, bis es hell wird. Finde ich besser. Vielleicht sind die Feuer dann auch ausgebrannt, sind sie tatsächlich. Okay. Eine Mittagserscheinung, yeah. Stufe 18, yeah. Das sind Leichenberge, die hier brennen oder gebrannt haben. Das ist krass. Eine ganze Grube voller Leichen. Krasse Scheiße. Oh Mann. Oh Mann. Das ist ja nicht schön. Alter! Wird das nichts mit uns? War fast schon knapp. Aber halt nur fast. Nein, verdammt. Speichert der nicht, wenn man meditiert? Mist. Blöder Mist. Jetzt habe ich die ganzen Erscheinungen nicht getötet. Oh, da ist ein. Was ist denn mit diesen Bäumen da los? Sind das keine Bäume, die hier so rumwackeln? Hier steht ein Turm. Aber ohne Leiter, wie soll man denn da hochkommen?
Macht ja voll keinen Sinn. So, gehen wir nochmal an die Feuer ran. Bewachter Schatz, ja. Boah, krass. Komplett Menschenberge. Brennende Leichen, das ist Wahnsinn. Wo kommen die alle her? Die können nicht alle hier gelebt haben. So, hier haben wir wieder... Ah, einfache Erscheinungen, in Anführungszeichen. So, wir nähern uns der Geschichte jetzt aus einer anderen Richtung. Schauen uns hier erstmal kurz um. Frischloh. Das dürfte zumindest aber eine Markierung, genau, ein Wegweiser sein. Das heißt, ich könnte im Zweifelsfall auch hier wegreisen. Wenn ich denn... Ja, okay, hier ist er. Ich würde sagen, wenn ich denn an den Wegweiser rankomme. Was ist da unten? Achso, auch Erscheinungen. Hier ist irgendetwas Schlimmes passiert in dem Dorf. Ja, dann komm ran hier. Bleib nicht da unten stehen und mecker rum. Lesen wir mal. Vielleicht erfahren wir, was hier passiert ist. Frischloh. Wie viele andere Dörfer der Gegend hat auch dieses sehr unter dem Krieg gelitten. Die Bewohner haben ihr Eigentum im Stich gelassen und sind von der Scholle geflohen, auf der sie einst recht friedlich leben konnten. Naja, gut. Die, die da alle liegen, sind aber nicht geflohen. Achso, jetzt kann ich ihn jetzt auch rein, weil... Ja, okay. So, es ist auch abgeschlossen. Na gut, dann kann ich da sowieso nicht rein. Oh, furchtbarer Ort. Furchtbar trauriger Ort. Das ist schon krank. Okay, hier kann ich die Tür einschlagen. Huch, jetzt habe ich Axi benutzt. Auf die Tür, das macht Sinn. Na komm schon. Das wäre ein Tagebuch oder sowas. Cool, dass ich erfahre, was hier passiert ist. Na? Aber hier scheint es nichts zu geben. Schade aber auch. Unheimlicher Ort auch irgendwie. Einfach. Oh, der sieht aber noch was frischer aus, der hier hockt. Abgeschlossen. Und auch abgeschlossen. Trauriger Ort. Wirklich trauriger Ort. Hier ging es mal runter. Ist noch ein zerfallenes Haus.
Okay. Oh, da hinten ist eine Ruine. Im Wasser. So ähnlich wie die Ruine, zu der wir mal gefahren sind, neben der Reuseninsel. Ach so, das ist die. Haha, okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Das meinte ich. Nur, dass wir sie damals von hier aus gesehen haben und von hier aus gefahren sind. Aber das ist jene Ruine neben der Reuseninsel, also... Alles klar. Warum leuchtest du noch? Jetzt leuchtest du nicht mehr, das ist gut. So, jetzt müsste eigentlich das, was eben eine Mittagserscheinung war, müsste ja jetzt gerade eine Nachterscheinung sein. Schauen wir nochmal, allerdings muss ich natürlich vorher speichern. Bevor ich mich an den bewachten Schatz ran wage. Wo war der jetzt noch gleich? Oh, da. 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 Was ist das? Eine normale Erscheinung? Ich hasse es. Oh Mann, jetzt kann ich wieder an der gleichen Stelle anfangen, oder? Bei dem dämlichen Gargoyle. Ich habe keinen Bock mehr. Ich reise weg. Ich hasse es. Genau in dem Moment, in dem ich gesagt habe, ich möchte jetzt speichern, greifen mich diese beschissenen zwei Erscheinungen an. Ich hasse es. Es ist doch zum Mäusemelken. Ist ja schlimmer als die Reuseninsel hier. Diese Insel hier kann ich jetzt auch nicht mehr leiden. Oh, da ist wieder der coole Baum. Ich sehe den coolen Baum. So, ich habe echt keinen Bock mehr gerade auf die Gegend hier und würde am liebsten... einfach wegreisen. Was ist das hier für angrenzendes Land? Achso, da geht's weiter, ne? In die Richtung. Ja, ja, genau. Da geht's Richtung Sumpf. So, wieder zurück in das Dorf hier. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ist jetzt die Frage, ob das da vorne noch eine normale Erscheinung war, oder... oder schon die Erscheinung, die den Schatz bewacht. Ja, ich werde jetzt einfach mal inmitten der brennenden Leichenberge in Frischloh stehen bleiben und die Folge beenden. Und dann sehen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Entweder versuche ich mich nochmal an den bewachten Schatz, oder wir reisen mit dem Wegweiser weg und machen irgendwas ganz anderes. Das sehen wir dann. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen in der heutigen Folge. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage, bis dann!